Am Potsdamer Platz schenken die Hollywood-Stars den Kameras ihr Lächeln. Von Matt Damon über Twilight-Star Kristen Stewart bis hin zum Oppenheimer-Hauptdarsteller Cillian Murphy. Doch nur wenige hundert Meter weiter gibt es ein Stück Land, das NRW gehört. Die Landesvertretung Nordrhein-Westfalen mit dem alljährlichen Berlinale-Empfang. Die Fotografen kommen ganz schön ins Schwitzen, denn zum 21. Mal laufen hier die Stars des deutschen Kinos im Minutentakt auf. In unserem Bundesland dreht jeder gerne. Und dank der Film- und Medienstiftung NRW können viele große Ideen umgesetzt werden. Ja, das ist fantastisch. Ich finde, wir brauchen das im Moment. Zurzeit ist es sehr schwierig, Filme zu machen. Es ist schwer, Finanzierungen zu bekommen. Wir brauchen jede Unterstützung, die wir kriegen können. NRW-Filmförderung ist unerlässlich für mich, weil ich daherkomme und weil das meine Heimat ist, weil ich deshalb diese Verbundenheit habe, weil ich aber auch zutiefst an die Filmlandschaft in NRW glaube. Von Großstädten bis bergisches Land, Natur, romantische Fachwerkhäuser, Wolkenkratzer, Schlösser, Seen, alles. Ich habe eigentlich fast bei allen Filmen die Sehnsucht gehabt, da auch mit verbunden zu bleiben. Also mit der Region, aber auch mit der Denke und mit dem Know-how aus der Gegend. Das ist wirklich eine Menge. Also man kann da einfach wirklich sehr gut produzieren. Im Wettbewerb auf der Berlinale sind 20 Filme aus allen Teilen der Welt. Drei davon sind NRW gefördert. Das ist knapp ein Sechstel. Unter anderem der Film In Liebe, eure Hilde. Der Film erzählt die Liebesgeschichte einer deutschen Widerstandskämpferin im Zweiten Weltkrieg. Was für Informationen? Na, wo Hitler aufmarschiert? Mit welcher Truppenstärke wann er angreift und so weiter. Doch NRW kann auch Hollywood. Bei uns entstehen viele Filme, die weltweit die Kinokassen klingeln lassen. So zum Beispiel der aktuelle Kinohit, die Tribute von Panem, The Ballad of Songbirds and Snakes. Der hat weltweit bisher über 330 Millionen Dollar eingespielt. Gedreht wurde unter anderem in Duisburg, Hattingen und Köln. Willkommen im Kapitol. Du solltest nicht hier sein, wie es scheint. Sollte ich auch nicht. Aber ich bin dein Mentor. Ein Rebell? Gastgeber des NRW Berlinale-Empfangs ist die Film- und Medienstiftung NRW aus Düsseldorf und NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst. Doch Henrik Wüst hat kurzfristig abgesagt. Stattdessen begrüßt Nathanael Liminski die Gäste aus Show und Film. Der NRW-Medienminister freut sich vor allem über die NRW-Präsenz auf der Berlinale. Ich bin sehr, sehr froh. Das zeigt, welches Potenzial im Filmstandort Nordrhein-Westfalen steckt. Wir haben die Geschichten, wir haben die Kulissen, wir haben die Menschen, wir haben das Know-how. Und das zeigen wir hier auf der Berlinale zum Besten. Bis tief in die Nacht feiern die über 1000 Gäste auf dem NRW-Berlinale-Empfang. Und es gibt auch einen guten Grund, ordentlich zu feiern. Auch wenn bei uns im Land einiges nicht rund läuft. Filme machen können wir. Und darin ist NRW richtig stark im internationalen Wettbewerb. Ob die drei NRW-Filme auch bei der diesjährigen Berlinale eine Trophäe holen, das entscheidet sich am kommenden Samstag. Dann werden die begehrten Bären verliehen.